Sauerland Events präsentiert Ihnen den Hauptkampf des heutigen Abends. 12 Runden Profiboxen um die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht nach Version der World Boxing Association. Supervisor dieses Kampfes sind FVA-Präsident Willibald Palatin aus Wien, Österreich und für die WBA Carlos Chavez aus Venezuela. Geht dieser Kampf über die volle Distanz, dann entscheiden diese drei Punktrichter. The three officials scoring this bout at ringside are Stefano Carrozza aus Campania, Italien, Giuseppe Quartarone aus Ferrara, ebenfalls Italien, und Hubert Earl aus Halifax, Nova Scotia, Kanada. Und wenn die Glocke ertönt, dann hat nur noch dieser Mann das Sagen im Ring. Ringrichter Russell Mora aus Las Vegas, Nevada, USA. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Introducing the fighter in the red corner, der Mann mit der schwarzen Hose aus Polen in der roten Ecke. Er ist 32 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 78,6 Kilo, bei einer Größe von 1,79 Meter, Profiboxer. Seit dem Jahr 2008 mit dieser Statistik. 25 Kämpfe, 23 Siege, 5 davon durch Knockouts. Sein Trainer, Piotr Jankowski. Aus Białystok, Polen, der Herausforderer, the Challenger, Paweł Glaszewski. Across the ring, in the blue corner, in der blauen Ecke, der Champion aus Deutschland. Er ist 36 Jahre alt, auch exakt 78,6 Kilogramm schwer, aber 2 Zentimeter größer, 1,81 Meter. Profiboxer seit dem Jahr 1999 mit dieser Statistik. 46 Kämpfe, 44 Siege, 32 davon durch Knockout. In seiner Ecke Coach Carsten Röber, assistiert vom ehemaligen Welt- und Europameister von Sebastian Silvester. Aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, the reigning and defending light heavyweight champion of the world, der Weltmeister, Jürgen Bremer. Wer trägt den Gürtel des Champions nach diesem Fight? Glaszewski oder weiterhin Jürgen Bremer? Die Antwort gibt's jetzt live aus der EWE Arena in Oldenburg. Centering. Trunks here good, trunks here good. Remember, gentlemen, I gave you instructions in the dressing room. I'm going to remind you, protect yourself at all times. Obey my commands. God bless, touch up. Nochmal abklatschen in der Ecke. 18 Tage noch bis Heiligabend. Da wird sich der Jürgen Bremer doch das Weihnachtsfest nicht versauen lassen wollen durch eine eventuelle Niederlage hier. Ein so erfolgreiches Jahr. Vor einem ganz genau ist er Weltmeister geworden, damals in Neubrandenburg. Wieder Weltmeister, muss man sagen, denn in dieser Gewichtsklasse war er es ja schon einmal bei der WBO. Jetzt ist er der Gürtelhalter bei der WBA und er tritt an gegen Paweł Glaszewski in der dunklen Hose, gegen den er normalerweise alle Vorteile haben müsste. Es ist ein Duell eines Rechtsauslegers, nämlich das von Bremer gegen den Linksausleger Glaszewski. Da gibt es gelegentlich möglicherweise Probleme mit der Fußstellung. Darauf müssen wir achten. Man muss immer sehen, dass man den Fuß über den anderen bekommt und nicht blockiert wird in seiner Bewegungsfreiheit, wenn der Gegner angreift. Schon Niederschlag in der ersten Runde. Der Leberhaken. Und genauso haben sie es gewollt. Zweimal rechter Haken und damit links zur Leber. Das kann hier ganz schnell vorbei sein. Das ist vorbei. Ganz ehrlich, ich hätte gern länger gesprochen. Das tut mir auch leid für Sie zu Hause, die Sie lange aufgeblieben sind und sich vielleicht mehr erwartet hätten von diesem Kampf. Der hätte länger dauern sollen. Zweimal hat Glaszewski verloren. Einmal schon durch TKO, jetzt die dritte Niederlage. Und das ist eine glatte K.O.-Niederlage. Und genauso wie Sie es geplant hatten. Zweimal rechts angeboxt mit der Führhand von
Jürgen Bremer und dann die linke Schlaghand als Aufwärtshaken an die Leber geschlagen. Bums, aus, vorbei. TKO. 43 Sekunden hat das hier gedauert in Oldenburg. Das darf man jetzt nicht ins Verhältnis zum Preis der Eintrittskarte setzen. Es gibt ja noch mehr hier zu sehen und da sieht man sofort das Trennkommando hier, beziehungsweise das in die Ecke beordern von Russell Mora in Bezug auf Jürgen Bremer und Lajewski. Da, mit der rechten angeboxt und dann zack, links, voll auf die Leber. Und das ist so ein unheimlich schmerzhafter Schlag. Einer, mit dem Bremer im Übrigen auch schon Avalon gefällt hat in der jüngeren Vergangenheit, den Franzosen. Und hier sieht man nochmal, das ist ein Volltreffer gewesen. Und Lajewski kann sich davon einfach nicht erholen. So schnell sind seine Träume vorbei. Da ist er, der Sandmann Jürgen Bremer. Eigentlich zum ersten Mal richtig hingelangt. Und dann ist es das schon gewesen. Schafft er nicht mehr. Will er gerne, aber der Schmerz ist überwältigend. Es gibt ja so ein paar Punkte beim Boxen. Die Kinnspitze, die Schläfe und eben auch der Leberhaken. Und den hat er hier sozusagen vortrefflich inszeniert. Er bleibt Weltmeister, das ist ja völlig klar. Bleibt er auch in der Klasse, das muss man abwarten. Es war ja viel davon die Rede, dass beim neuen Fernsehpartner in der nächsten Saison dann doch auch viele deutsch-deutsche Duelle im Supermittel auf dem Programm stehen sollen. Zum Beispiel gegen Stieglitz, 33 Jahre alt, Sturm 36. Abraham wird 35 Jahre alt, einen Tag vor seinem nächsten Kampf gegen Smith am 21. Februar. Und dann noch Tyron Zeuge, alle im eigenen Stall hier Zeuge. Abraham zumindest und natürlich Bremer. Und dann Stieglitz und Sturm beim selben Sender. Tja, da hat er auch noch ein müdes Lächeln übrig. Uli Wegner, bisschen schnell ist das hier gegangen an diesem Abend. Also, es könnte sein, dass Bremer abkocht, 3 Kilo runter macht. Er ist ein Top-Sportler, absolut völlig und austrainiert. Kein Problem für ihn vielleicht, diese 3 Kilo zu machen, wenn es denn interessante Duelle geben könnte. Das muss man abwarten. Heute verteidigt er eindrucksvoll und wenn ich das sagen darf, aus meiner Sicht und aus Ihrer Sicht zu Hause sicherlich viel zu schnell diesen Titel des Weltmeisters. Aber das wird ihm herzlich egal sein. Er hat sich geschunden, er hat sich vorbereitet und er hat genau das, was Sie sich taktisch vorgenommen haben. Nämlich dieses mit der rechten Anarbeiten und dann mit dem linken Aufwärtshaken zuschlagen, dort, wo man die Lücken erkannt hat. Arthur Abraham hat das mitverfolgen dürfen. Er hat genau diese Taktik befolgt und die Lücken genutzt. Ja, Top-Leistung findet auch Arthur Abraham. Sein nächster Kampf, wie gesagt, dann am 21. Februar. Kann man nur gratulieren. Jürgen Bremer, das Urteil mit Roman Röll. Übrigens, ich glaube, der schwitzt noch nicht mal. Also da war es in der Kabine vorher, wo sie sich ein bisschen warm geboxt haben. Es ist auf jeden Fall schweißtreibend dazu gegangen. Hat halt nicht lange gedauert, um es nochmal zu sagen. 43 Sekunden. Meine Damen und Herren, hier kommt das offizielle Urteil. Dieser Kampf findet in Runde 1 bereits sein Ende. Sieger durch Knockout und weiterhin WBA-Weltmeister im Halbschwergewicht, Jürgen Bremer. Schauen wir nochmal auf die Entscheidung aus Sicht von Carsten Röver. Und wirklich, genau das, was er im Vorgespräch auch mit uns Reportern angedeutet hat, dass sie auf diese Art und Weise hier eine Entscheidung herbeiführen wollten. Und dann hat es geklappt. Und dann ist er natürlich froh.
Und ich glaube, ihm ist es auch herzlich egal. Das ist dann letztlich für Jürgen Bremer ein recht kurzer Arbeitstag gewesen ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Jahr für ihn gewesen seit dem Titelgewinn bei der WBA im Dezember 2013 in Neubrandenburg. Hat er diesen Titel jetzt zum dritten Mal verteidigt und wird sich freuen, dass er mit seiner Familie, mit Joris, mit Frau Tatjana und Tochter Jasmin